Hi, heute mal ein Kurzvideo darüber, wie eigentlich der typische Alltag von mir als Anwalt aussieht. Ja, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was macht der Max eigentlich so den ganzen Tag in seinem Büro oder auch im Homeoffice? Wie sieht so ein typischer Alltag eines Anwalts aus? Naja, es ist natürlich so, dass jeder seine eigene Arbeitsweise hat und wahrscheinlich sieht bei jedem Anwalt der Alltag ein bisschen anders aus. Ich kann dir daher einfach mal was erzählen über meinen persönlichen Alltag. Zunächst geht es natürlich mal in der Früh damit los, die Kinder anzuziehen, ihnen was zu essen zu geben, die ältere Tochter in die Kita zu bringen. Dann hängt es davon ab, ob ich ins Büro fahre oder im Homeoffice bleibe. Wenn ich ins Büro fahre, da wo ich jetzt gerade bin, schnappe ich mir mein Fahrrad, ziehe mich meistens warm an, also zumindest im Winter, im Sommer natürlich luftiger. Und dann fahre ich meine 15 Kilometer Radfahrt an der Isar entlang, mitten in die Maxvorstadt, wo die ganzen Pinakotheken sind. Da ist nämlich unser Büro. Dann gibt es erstmal eine Dusche. Ich habe nämlich den herausragenden Luxus, fast gegenüber von meinem Büro eine komfortable Dusche zu haben. Nach so einer Dusche ist man natürlich gerade nach 15 Kilometer Radfahrt frisch und gestärkt für den richtigen Berufsalltag. Dann mache ich nicht den Fehler, gleich mal meine ganzen E-Mails zu checken, weil das erschlägt mich manchmal. Da habe ich dann in der Früh oft 20 neue Mails. Ich widme mich erstmal der Aufgabe des Tages. Das ist für mich irgendeine Aufgabe, die viel Konzentration, also Fokuszeit beansprucht. Und das mache ich dann durchaus mal 1,5 Stunden, manchmal sogar 2 Stunden. Das kann zum Beispiel eine schwierige rechtliche Prüfung sein, das Diktieren eines Schriftsatzes oder einfach das strategische Durchdenken eines rechtlichen Problems. Und diese Fokuszeit absolviere ich natürlich nicht komplett am Stück, sondern ab und zu unterbrochen durch kleinere Pausen. Wenn ich mit dieser Fokuszeit fertig bin am mittleren Vormittag, unterbreche ich sie und dann checke ich erstmal nach meine Mails nach irgendwelchen wichtigen Dingen. Wenn irgendwas ganz, ganz brandeilig ist, dann beantworte ich es sofort. Ansonsten mache ich mir daraus Tasks, die ich dann entweder im Laufe des Tages oder vielleicht auch am nächsten Tag bearbeite oder beantworte. Den weiteren Teil des Vormittags verbringe ich dann damit, kurz auf LinkedIn meine Nachrichten und vielleicht Kommentare zu checken. Das ist dann etwas entspannter. Für mich ist die Tätigkeit auf LinkedIn total wichtig. Ich beantworte alle Kommentare und auch alle Fragen und bin da auch wirklich aktiv und mir macht das auch wirklich viel Freude. Alle Menschen, die mich was fragen oder die mir was schreiben, denen begegne ich auch mit der nötigen Wertschätzung. Also ich freue mich tatsächlich und das ist nicht nur irgendwie Marketing oder Akquise-Bullshit, sondern das ist wirklich etwas, was von mir aus dem Herzen kommt. Ich behandle die Menschen im Netz so wie auch auf der Straße oder wenn sie zu mir ins Büro kommen. Dann mache ich noch meistens vor der Mittagspause eine kleinere Aufgabe und erledige die. Ja, dann ist Mittagspause. Dann kann es sein, dass ich mich mit einem Kollegen oder einer Kollegin irgendwo zum Essen treffe oder mir, wenn es schnell gehen soll, irgendwas hole. Dann ja, wird für das Leibliche wohl gesorgt. So, nach dem Mittagessen gibt es vielleicht noch einen kleinen Kaffee und dann geht es frisch und munter weiter. So ein Müdigkeitstief empfinde ich nicht unbedingt. Ich mache dann meistens die zweite Fokuszeit des Tages, irgendwann so um 14 Uhr bis 15:30 Uhr. Ja, löse da nochmal irgendwelche schwierigen Probleme oder widme mich wirklich in schwierigen Schriftsätzen. Manchmal so auch so ein bisschen die unangenehmen Dinge. Und danach gibt es halt nochmal, wie jetzt am späteren Nachmittag, ein Video oder Telefonate, E-Mails, Social Media etc. Das ist so mein typischer Tagesablauf. Und natürlich kann es mal passieren, dass auch was Unerwartetes passiert oder dass irgendeine sehr eilige Sache reinkommt, die ich dann auch relativ zeitnah beantworten muss. Das ist gerade im Medienrecht der Fall. Da kann es auch mal sein, dass man auf eine einstweilige Verfügung sofort reagieren muss. Dann kann man sich natürlich oder dann kann ich mich nicht sklavisch an meinen Zeitplan halten, sondern ich muss dann halt auch flexibel sein. Man muss dann sagen, okay, diese Sache hat nicht die gleiche Priorität, die verschiebe ich dann zum Beispiel auf den nächsten Tag oder auf den übernächsten Tag und beantworte oder bearbeite erstmal die Sache, die wirklich relevant ist und die wirklich zeitkritisch ist. So, und was sind jetzt eigentlich meine wichtigsten Tools als Anwalt, die mir jeden Tag helfen? Einmal hier das Mikrofon, denn die Beratung findet bei mir kaum noch im Büro statt. Also es kommen die Mandantinnen und Mandanten eigentlich kaum noch wirklich vor Ort ins Büro. Liegt schon daran, dass ich einfach unglaublich viele Mandantinnen und Mandanten aus ganz Deutschland habe und die reisen natürlich nicht für jedes Gespräch extra an, sondern es wird viel über virtuelle Videokonferenzen diskutiert und da hilft mir natürlich ein Kondensatormikrofon. Damit klingt das Ganze schon viel, viel besser. Die Kamera siehst du jetzt hier im Bild. Das ist eine kleine Sony ZV-1, so eine typische Vlog-Kamera, die eigentlich vor allem ja für diese Art von Videos, wie ich sie jetzt gerade mache, ausgerichtet ist. Ansonsten habe ich natürlich noch ein Telefon und ein Headset, das muss ich dir wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt zeigen. 2 Bildschirme, die finde ich besonders praktisch, um damit
Dokumente auch mal links und rechts vergleichen zu können. Auf einem der Bildschirme ist natürlich eine Webcam. Und wie du jetzt gut sehen kannst, habe ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Den kann ich jedem nur empfehlen, weil man investiert wirklich in die eigene Gesundheit. Es ist total wichtig, tagsüber nicht den ganzen Tag stundenlang zu sitzen, weil damit verkürzt man die ganzen Hüftmuskeln und ja, irgendwann kriegt man halt wirklich so eine ganz schlechte Haltung, sondern es ist total wichtig, auch einige Strecken des Tages zu stehen. Am besten nicht immer nur stundenlang stehen, stundenlang sitzen, sondern auch wirklich abwechseln. Ja, damit habe ich dir mal den Alltag von mir als Anwalt gezeigt. Ja, und dann schwinge ich mich aufs Fahrrad und radle wieder nach Hause und bin dann meistens pünktlich zum Abendessen um 18 Uhr zu Hause. Das ist eigentlich der Vorteil von mir als Partner einer Kanzlei. Ich kann mir das komplett selber einteilen und dann bringe ich die Kinder mit ins Bett und am Abend, also am späteren Abend, da kann es dann manchmal sein, dass ich auch noch ein bisschen Content vorproduziere oder Videos schneide, nachbearbeite, je nach Lust und Laune. Ansonsten, wenn ich irgendwas noch nicht gesagt habe, was dich aber interessiert, dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass du die Zeit genommen hast, diesen Beitrag anzuschauen und ich freue mich sehr, wenn du mir ein Like hinterlässt und natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.